Hallo und herzlich willkommen zu unserem Thema Wasserrecycling für die Kanalreinigung. Mein Name ist Stefanie Wiedemann. Ich leite die Wiedemann Envirotech als Teil der Wiedemann Firmengruppe. Die Wiedemann Gruppe beschäftigt sich nun in der zweiten Generation seit über 45 Jahren mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Fahrzeugaufbauten und Technik rund um die Kanalreinigung und Nassabfallentsorgung. Unternehmensschwerpunkt sind hierbei Kanalreinigungsfahrzeuge mit Wasserrecycling. Ich freue mich, Sie in den nächsten 20 Minuten auf eine vielseitige Reise durch das Thema Wasserrecycling mitzunehmen, angefangen von den historischen Entwicklungen über die Bedeutung heute, die technischen und physikalischen Grundlagen mit Umsetzungsbeispielen, die wirtschaftliche Betrachtung und die Benefits. Viel Spaß beim Vortrag! Mein Vater, der Unternehmensgründer Karl Wiedemann, ist der Erfinder der Wasserrecyclingtechnik für die Kanalreinigung. Auf dem Bild sehen Sie das erste Kanalreinigungsfahrzeug mit Wasserrecycling der Welt, das er bereits 1977 entwickelt und gebaut hat. Als Pionier hat er so die gesamte Branche der Kanalreinigung revolutioniert und bis heute geprägt. Durch diese Erfindung wurden erstmalig zwei wesentliche Ziele in der Kanalreinigung möglich. Erstens, es stand nun eine Technik zur Verfügung, die einen unendlichen Vorrat an Spülwasser verfügbar machte. So wurde eine völlig neue simultane Arbeitsweise mit gleichzeitigem Spül- und Saugebetrieb möglich. Und durch die große Wassermenge wurde eine neue schonende Arbeitsweise mit viel Wasser und niedrigem Druck möglich, was eine enorme Transportwirkung der Ablagerungen erlaubte und so die Effektivität der Reinigungsleistung um ein Vielfaches steigerte. Zweitens, das Wasser stand kostenfrei und umweltfreundlich zur Verfügung. Doch warum beschäftigen wir uns mit dem Thema Wasserrecycling für die Kanalreinigung? Ist nicht genügend Frischwasser für die Kanalreinigung verfügbar? Wasser ist unsere wertvollste Ressource. Haben Sie schon mal über die fundamentale Bedeutung von Wasser nachgedacht? Mehr als 60% der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Unsere Erde ist eine Wasserlandschaft. Aber nur 2,5% davon sind Süßwasser. Und nur 0,3% hiervon sind als Trinkwasser zugänglich. Seit jeher besteht ein Konflikt zwischen zu viel und nicht genug Wasser. Frischwasser und Abwasser bilden einen Kreislauf. Frischwasser und Trinkwasser werden aufgrund der gesteigerten Nutzungsansprüche immer knapper. Auch die Verwaltung unserer Wasserressourcen stellt uns vor neue Herausforderungen. Durch Wasserschutz und Wasserrecycling können wir den Anforderungen zum Umweltschutz nachkommen und dabei eine nachhaltige Entwicklung in der Wasserwirtschaft fördern. Wasserrecycling bedeutet, Abwasser nachhaltig zu nutzen und wiederzuverwenden. Wie lässt sich Wasser in der Kanalreinigung sinnvoll, nachhaltig und effektiv recyceln? Schauen wir uns die Wasserrecycling-Technologie im Kanalreinigungsfahrzeug näher an. Was heißt Wasserrecycling in der Kanalreinigungstechnologie? Unsere Ziele sind, das Abwasser von mineralischen Bestandteilen wie Schlamm und Sand zu trennen, das Abwasser für die Verwendung mit der Hochdruckpumpe zu reinigen, wie beim Einsatz von Frischwasser, und das gereinigte Wasser für die Kanalreinigung zum Spülen wiederzuverwenden. Mit welchen Problemen werden wir konfrontiert? Im Abwasser finden sich verschiedene Materialien, zum Beispiel Sand, Splitt, Fett, Zellstoffe, Hygieneartikel, Abfälle und vieles mehr. Die Menge und Zusammensetzung des Abwassers sowie der Inhalt des Kanals kann im Vorfeld nicht bestimmt werden. Und der Bauraum auf einem Kanalreinigungsfahrzeug ist begrenzt. Dennoch muss das Wasserrecycling in 90% aller Fälle nutzbar sein.
Welche Möglichkeiten gibt es? Beschäftigen wir uns zunächst mit der Filtration. Unter Filtration versteht man die Abtrennung von Stoffen über ein Filtermedium. In der Kanalreinigungstechnik kommen in der Regel mechanische Filter zum Einsatz. Alle mechanischen Filter verfügen über ein Filtermaß oder bei Spaltfilter über eine Spaltweite. Partikel, die kleiner sind als das Filtermaß oder die Spaltweite, werden nicht abgeschieden. Das bedeutet, diese Partikel verbleiben im Abwasser. Verschmutzungen, die größer sind, lagern sich in den Filterporen oder zwischen den Spalten ab und setzen die Filteroberfläche zu. Dadurch unterliegen Filter einer hohen Verstopfungsanfälligkeit, vor allem durch Fette, Zellulose, Hygieneartikel und organische Stoffe. Als Fazit kann man sagen, dass Abwasser mit Filtersystem nicht effektiv gereinigt werden kann. Für eine erfolgreiche Wasseraufbereitung ist es erforderlich, andere Reinigungsverfahren anzuwenden. Welche Lösungen gibt es hierfür? Physikalische Prozesse können Abwasser effektiv reinigen. Stoffe unterschiedlicher Dichte können in Flüssigkeiten durch Fliehkraft oder durch Schwerkraft abgetrennt werden. Die Fliehkraftabscheidung oder Zentrifugation ist die Abtrennung von Feststoffen aus Flüssigkeiten unter dem Einfluss der Fliehkraft, auch Zentrifugalkraft genannt. Als Anwendungsbeispiel kennen wir hier den Zyklon. Hier kann die Abtrennung von Stoffen unterschiedlicher Dichte durch Zentrifugalkraft erfolgen. Als weiteres Verfahren der physikalischen Abwasserreinigung kennen wir die Flotation und Sedimentation. Hier erfolgt die Abtrennung bzw. das Ablagern von Stoffen aus Flüssigkeiten unter dem Einfluss der Schwerkraft oder Gravitation. Anwendungsbeispiele sind Absetzbecken. Bei der Trennung durch Schwerkraft schwimmen leichtere Stoffe in Flüssigkeiten oben auf, das nennt man die Flotation, und schwerere sinken nach unten und setzen sich ab, das ist die Sedimentation. Für eine erfolgreiche Wasseraufbereitung ist es erforderlich, mehrere Reinigungsverfahren zu kombinieren. Beschäftigen wir uns näher mit der Zentrifugation. Anwendungsbeispiel in der Kanalreinigung mit Wasserrecycling sind Zyklonabscheider, in der Regel Hydrozyklone. Hydrozyklone sind Fliehkraftabscheider für Flüssigkeitsgemische. Schauen wir uns den Aufbau eines Hydrozyklons näher an. Der Hydrozyklon weist ein zylindrisches Element mit tangentialem Einlauf für den Eintritt des Abwassers auf. Einen konischen Verlauf der Trennstrecke mit Austritt für den Schmutz, ein axiales Tauchrohr für den Austritt des gereinigten Wassers. Die bauliche Positionierung ist dabei unabhängig vom Wirkprinzip. Das bedeutet, dass es egal ist, ob die Zyklone liegend oder stehend verbaut werden, die Funktion bleibt erhalten und ist immer gleich. Nun zur Funktionsweise. Durch den tangentialen Eintritt in das zylindrische Segment wird die Flüssigkeit auf eine Kreisbahn gezwungen. Das sehen wir links mit dem roten Pfeil Abwasser. Nun strömt abwärts gerichtet das Abwasser die Trennstrecke entlang und die spezifisch schwereren Stoffe werden über den Austritt nach unten ausgetragen. Das sehen Sie ganz unten, den roten Pfeil Schmutz. Durch die Verjüngung im konischen Bereich kommt es zu einer Materialverdrängung mit aufwärtsgerichtetem Wirbel, über welchen die spezifisch leichteren Stoffe ausgetragen werden. Das sehen Sie nach oben, den roten Pfeil gereinigtes Wasser. Die Vorteile des Hydrozyklons sind, dass der Trennvorgang sehr schnell erfolgt. Es bedarf keiner langen Verweildauer oder Durchlaufzeit. Der Hydrozyklon hat eine hohe Ausreinigungsleistung und ist in der Lage, eine effektive Ausscheidung auch von Sand und Feinsand, auch kleinsten Partikeln, möglich zu machen. Dennoch ist es aufgrund der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der Partikel im Abwasser nicht möglich, den Trenneffekt für alle Partikel jedes einzelnen spezifischen Gewichts exakt vorherzusagen.
zwischen den einzelnen Radien der Partikel kann es zu Behinderungen, Partikelinteraktionen, Turbulenzen oder Anomalien, sogenannten Kurzschlussströmungen kommen, sodass bestimmte Partikel direkt in die entweichende Strömung geraten und keine optimale Trennung stattfindet. Betrachten wir als nächstes physikalisches Verfahren die Sedimentation näher. Um die Prinzipien zu erklären, schauen wir uns hierfür gemeinsam ein Beispiel aus der Natur an. Sie alle kennen den kleinen reißenden Bachlauf oder haben Ihren Blick schon mal entspannt über das ruhige Wasser eines Flussdeltas schweifen lassen. Die starke Strömung am Bachlauf reißt alles Material mit. Hier findet Eruption statt. Sedimentation ist nicht möglich. Im ruhigeren Wasser eines breiten Stroms bilden sich gerne Sandbänke aus. Hier finden Materialablagerungen statt, also Sedimentation. Je ruhiger das Wasser und je mehr Fläche zur Verfügung steht, umso mehr Material lagert sich ab. Das bedeutet für uns in der Wasserrecycling, dass bei einer großen Absetzfläche auch eine optimale Sedimentation möglich ist. Schauen wir uns die physikalischen Faktoren, die sich auf die Sedimentation auswirken, nochmals näher an. Allen voran der Dichteunterschied. Der Dichteunterschied zwischen Partikel und Fluid hat Einfluss auf die Sinkgeschwindigkeit. Das bedeutet, schwerere Partikel sinken schneller als leichte. Auch die Partikelgröße und die Partikelform nimmt Einfluss auf die Sinkgeschwindigkeit, denn durch ihre Größe und Form bildet sich ein Strömungswiderstand. Auch die Partikelkonzentration der Feststoffe beeinflusst die Sinkgeschwindigkeit. Bei zu hoher Konzentration findet eine behinderte Sedimentation statt. Die sogenannte Schwarm-Sinkgeschwindigkeit wird mit zunehmender Konzentration kleiner als die der Einzelpartikel. Weitere Einflussgröße ist der Wasserfüllstand. Je höher der Füllstand, umso höher ist die Sinkgeschwindigkeit. Denn mehr Fallhöhe bedeutet höhere Beschleunigung und schnelleres Absinken. Somit ist erkennbar, dass die Sinkgeschwindigkeit die zentrale Größe ist und Auswirkungen hat auf die Auslegung der Absetzbecken. Hierbei haben wir bereits festgestellt, je größer die Absetzfläche ist, umso effektiver ist die Sedimentation. Wenn wir uns nun die vereinfachte Berechnungsformel für die Sedimentationsmenge anschauen, wird deutlich, warum die Sinkgeschwindigkeit und die Absetzfläche für eine erfolgreiche Sedimentation so entscheidend sind. Schauen wir uns die Formel im Einzelnen an. Die Sedimentationsmenge M ist die Menge an ausgetragenem Schmutz. Sie ist abhängig von der Dichte, also der Masse der Partikel Delta Rho, der Gravitationskraft bzw. Erdanziehungskraft G, der Sinkgeschwindigkeit V und der Absetzfläche A. Welche Faktoren können wir für eine effektive Sedimentation beeinflussen? Wir haben keinen Einfluss auf die Dichte der Partikel, da wir nicht vorhersagen können, welche Art von Partikeln in welcher Zusammensetzung im Kanalwasser vorhanden sein wird. Ebenso keinen Einfluss haben wir auf die Erdanziehungskraft. Ihr mittlerer Wert beträgt im Einsatzgebiet unseres Kanalreinigungsfahrzeuges 9,81 Meter pro Sekundenquadrat. Auf die Sinkgeschwindigkeit haben wir nur insofern Einfluss, als dass diese von der Höhe des Wasserstandes abhängig ist. Aber die Sedimentation soll auch bei niedrigem Wasserstand möglichst effektiv bleiben. Also bleibt uns für unsere Einflussnahme hier nur der letzte, aber auch deshalb wichtigste Faktor, die Größe der Sedimentationsfläche A. Diese ergibt sich aus L mal B, Länge mal Breite. Somit ergibt sich hieraus, je größer die Sedimentationsfläche A in die Berechnung als Multiplikator eingeht,
Umso größer ist auch die Sedimentationsmenge M, also die Menge an abgelagertem Schmutz. Dies zeigt sich und bestätigt sich auch in der Praxis, dass die beste Sedimentationswirkung in einem Behälter mit großer Grundfläche erreicht werden kann. Wie können wir einen Behälter mit großer Grundfläche konstruktiv auf einem Kanalreinigungsfahrzeug umsetzen? Links sehen wir einen Schnitt eines zylindrischen Behälters im Einbehältersystem. Hier ist zu erkennen, dass die Grundfläche nach unten hin abnimmt. Nimmt der Wasserstand ab, sinkt automatisch auch die Sinkgeschwindigkeit. Hier ist bei niedrigem Wasserstand zudem eine verringerte Grundfläche vorhanden. Damit reduzieren sich alle für uns beeinflussbaren Faktoren unserer Berechnungsformel für die Sedimentationsmenge. Die Sedimentationsmenge ist daher gering und die Sedimentationswirkung sinkt. Rechts sehen wir einen Schnitt eines zylindrischen Schlammbehälters und eines diesen U-förmig umschließenden Wasserbehälters mit großer durchgehender Grundfläche im Zweibehältersystem. Nimmt der Wasserstand ab und sinkt deshalb die Sinkgeschwindigkeit, erhöht sich zum Ausgleich die zur Verfügung stehende Absetzfläche. So gleichen sich abnehmende und zunehmende Faktoren in unserer Berechnungsformel für die Sedimentation optimal aus. Die Sedimentationsmenge und Wirkung ist konstant hoch. Sehen wir uns den eben beschriebenen Ablauf nochmals an. Links sinkt die Sedimentationsmenge und Wirkung mit abnehmendem Wasserstand ab. Rechts bleibt die Sedimentationsmenge und Wirkung auch bei abnehmendem Wasserstand konstant hoch. Das liegt an der hier vorhandenen großen Absetzfläche des Zweibehältersystems, die als Ausgleich dient. Welche Aufbereitungsverfahren eignen sich nun für das Wasserrecycling in einem Kanalreinigungsfahrzeug? Schauen wir uns die einzelnen Verfahren nochmals kurz an. Zunächst haben wir uns mit der Filtration beschäftigt. Hier ist die Ausreinigung und Bandbreite eingeschränkt. Zudem ist das Verfahren aufgrund der unterschiedlichen Stoffe und insbesondere der Fettbelastung im Abwasser sehr verstopfungsanfällig. Daher ist das Verfahren insgesamt am wenigsten geeignet. Schauen wir uns die beiden physikalischen Verfahren nochmals an. Die Zentrifugation. Hier ist die Ausreinigung und Bandbreite groß. Allerdings kann es durch Behinderungen und Turbulenzen zu Kurzschlussströmen kommen, sodass einzelne Partikel direkt in die entweichende Strömung geraten und keine optimale Trennung stattfindet. Vorteilhaft ist die schnelle Durchlaufzeit. Somit ist das Verfahren grundsätzlich für die Ausreinigung von Wasser im Wasserrecyclingfahrzeug gut geeignet. Als weiteres Verfahren der physikalischen Aufbereitung haben wir uns mit der Schwerkraftabtrennung beschäftigt. Hier ist die Ausreinigung und Bandbreite am größten. Der Prozess ist in der Lage, alle Partikel, die eine andere Dichte haben als die Flüssigkeit, also somit als Wasser, zuverlässig abzutrennen. Dabei muss nicht vorher bestimmt werden, welche Stoffe in welcher Menge und Kombination in der Flüssigkeit aufeinandertreffen. Es wird die gesamte Bandbreite aller Stoffe erfasst. Nur bei sehr kleinen Partikeln mit sehr geringer Sinkgeschwindigkeit ist die Sedimentation technisch nicht sinnvoll, da sie zu lange dauern würde. Hierfür sollte die Zentrifugalabscheidung gewählt werden. Allerdings braucht der Sedimentationsprozess eine gewisse Zeit, bis sich die Partikel abtrennen und absetzen. Wie können die Verfahren nun für die Wasserrecycling im Kanalreinigungsfahrzeug kombiniert und optimiert werden? Für beste Ergebnisse eignet sich eine mehrfache Kombination aus beiden Verfahren. Die Zentrifugation kann durch mehrere Zyklonabscheider nach verschiedenen Reinigungsstufen zum Einsatz kommen. Zudem wird durch Mehrfachdurchläufe im Reinigungszyklus mit stetig weiter ausgereinigtem Wasser die Partikelmenge verringert, sodass das Risiko von Kurzschlussströmen deutlich reduziert werden kann. Die Durchlaufzeit der Schwerkraftabscheidung kann durch eine mehrstufige hintereinander geschaltete Sedimentation deutlich verkürzt werden.
Hier sehen Sie ein Anwendungsbeispiel einer mehrstufigen Sedimentation. Sie sehen den Schnitt von 5 Sedimentationskammern. Das Wasser wird dabei zuerst in die Kammer 1 eingeleitet und bewegt sich dann stufenweise in die weiteren Kammern fort. Dabei wird das vorgereinigte Wasser in einem oberen Bereich entnommen und nach unten in die nächste Kammer eingebracht. Dies verringert die Verweildauer und beschleunigt die Ablagerung. Durch Flotation befindet sich im oberen Bereich stets das am besten vorgereinigte Wasser. Wir haben diese physikalischen Erkenntnisse in unseren Wasserrecycling-Systemen umgesetzt. Hier sehen Sie exemplarisch ein 9-stufiges Wasserrecycling-System bestehend aus einem 2-Behälter-System mit zylindrischem Schlammbehälter und separatem kastenförmigen Wasserbehälter mit großer Absetzfläche über die Grundfläche des Fahrgestells, ausgeführt als mehrstufige Sedimentation im 5-Kammer-System für eine schnelle Durchlaufzeit und optimale Sedimentationsleistung. Zudem 3 Doppelzyklonanlagen für die Zentrifugalabscheidung an mehreren Stellen in die Wasserreinigung eingebunden für höchstmögliche Effizienz und Feinsandabscheidung. Dies sichert eine enorm leistungsfähige Recyclinganlage mit einer großen Aufbereitungskapazität des 3- bis 4-fachen HD-Pumpenverbrauchs pro Minute und einer hervorragenden Recycling-Wasserqualität, die für die HD-Pumpe keinen höheren Verschleiß darstellt als bei Frischwasserbetrieb. Aufgrund der Bauweise ergeben sich in einem 2-Behälter-System aber noch weitere Vorteile. So kann ein 2-Behälter-System bei gleichen Fahrzeugabmessungen 33% mehr Volumen aufnehmen als ein 1-Behälter-System, hier rechts dargestellt. Ferner ergibt sich auch eine stets gleichmäßige Gewichtsverteilung in allen Beladungszuständen in einem 2-Behälter-System. Dies beugt punktueller Überladung vor, schont das Fahrgestell, verbessert das Fahrverhalten und erleichtert das Manövrieren. Wenden wir uns nun der Wirtschaftlichkeit der Wasserrecycling-Technologie zu. Im Vergleich sehen Sie links ein kombiniertes Spül- und Saugefahrzeug und rechts ein Kanalreinigungsfahrzeug mit Wasserrecycling. Beide Fahrzeuge sind mit einem Wasserbehälter mit 6000 Liter Volumen ausgestattet und mit einer Hochdruckpumpe mit 400 Litern pro Minute. In der ersten Tabellenzeile sehen Sie für jedes Fahrzeug eine Vorbereitungszeit von 5 Minuten bis zum Arbeitseinsatz. In der zweiten Tabellenzeile sehen Sie die Kanalspülzeit. Das kombinierte Fahrzeug weist einen Wasservorrat von 6000 Litern auf. Bei einem Spülvolumen von 400 Litern pro Minute ist der Vorrat nach 15 Minuten Spüldauer aufgebraucht. Im Anschluss muss der Wasserbehälter erneut mit Frischwasser befüllt werden. Hierfür wird eine Zeitdauer von 35 Minuten für Fahren und Befüllen veranschlagt. Dies sehen Sie in der dritten Tabellenzeile. Das Wasserrecyclingfahrzeug verfügt über einen unbegrenzten Wasservorrat und kann daher jede Arbeitsstunde bis zu 60 Minuten am Kanal spülen. Für die Fahrten von Schacht zu Schacht werden für beide Fahrzeuge je 5 Minuten veranschlagt. Als Fazit ergibt sich somit, dass ein Wasserrecyclingfahrzeug die 3- bis 4-fache Effektivität aufweist im Vergleich zu einem Kombinationsfahrzeug ohne Wasserrecycling. Das gleiche Bild bestätigt auch die Berechnung des eingebrachten Spülwassers. Das eingebrachte Spülwasser beträgt über ein Arbeitsjahr hinweg im Recyclingfahrzeug bis zur 4-fachen Menge. Hiermit wird klar, welche enorme Effizienz eine leistungsfähige Wasserrecyclinganlage für die Kanalreinigung ermöglicht. Schauen wir uns zum Abschluss noch die Vorteile des Wasserrecycling-Systems an. Die Vorteile des Wasserrecyclings liegen darin, dass kein Frischwasser verschwendet wird. Das spart Kosten und schont die Umwelt. Weiterhin entfallen die Fahrten zur Wasserbefüllung.
Das spart Zeit, ermöglicht eine kontinuierliche Reinigung deutlich schneller und effektiver und schafft eine hohe Arbeitskapazität. Die Reinigungsleistung ist deutlich verbessert. So reduziert sich auch die Reinigungszeit. Kürzere Verkehrsbehinderungen führen auch zu weniger Unfällen. Ferner ist auch das Arbeiten bei Minusgraden möglich, da das Kanalwasser im Sommer und Winter gleichmäßig temperiert ist. Das macht das Fahrzeug effektiv und flexibel nutzbar. Eine weitere Besonderheit des Wasserrecycling-Systems ist auch, dass es eine neue Arbeitsweise erzeugt, nämlich die simultane und schonende Arbeitsweise. Dabei ist die Spül- und Saugleistung optimal auf den gemeinsamen Betrieb abgestimmt. Der Saug- und Spülvorgang erfolgt gleichzeitig. Der Recyclingbetrieb ermöglicht ein kontinuierliches Spülen ohne Unterbrechung, sodass der gelöste Schmutz gleichmäßig zum Schacht transportiert wird. Es ergeben sich im Kanal keine Rückstände, da der Schmutz am Schacht permanent abgesaugt wird. Und die große Recyclingwassermenge ermöglicht eine schonende Arbeitstechnik mit hoher Spülwassermenge und geringem Arbeitsdruck. So können große Ablagerungsmengen zum Schacht gespült werden. Das nennt man den Schwemmeffekt. Wasserrecycling, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Umwelt zuliebe. Eine Investition, die sich lohnt. Ich freue mich, wenn Sie aus diesem Vortrag mehr über das Thema Wasserrecycling erfahren haben und in Ihren Alltag einbringen können. Wenn Sie Fragen an uns haben, stehen wir gerne zur Verfügung. Sie können uns über die Chatfunktion im Anschluss an diesen Vortrag oder über die eingeblendeten Kontaktdaten ansprechen. Gerne können Sie auch unseren Messestand auf der virtuellen RocaTec besuchen und dort die Chatfunktion nutzen. Oder für mehr Informationen zum Thema Wasserrecycling unser neues Video auf dem Stand anklicken oder bei YouTube ansehen. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse an unserem Thema Wasserrecycling.